Saudi-Arabien geht weiter massiv gegen ausländische Arbeiter vor. Internetvideos zeigen Polizeieinsätze und Krawalle. Mindestens 2 Einwanderer kamen dabei in den vergangenen Tagen ums Leben. Tausende wurden inhaftiert. Allein in Mekka sollen 20.000 Menschen in Haft sein. Die Razzien begannen Anfang des Monats. Bis dahin hatte Saudi-Arabien illegalen Einwanderern Zeit gegeben, auszureisen oder eine legale Anstellung zu finden. Das war's. Sie sagen, wir Äthiopier sind ein Problem und müssen gehen. Es reicht. Wir haben keine Aufenthaltserlaubnis. Ich bin seit 3,5 Jahren in Saudi-Arabien und jetzt gehe ich zurück in mein Heimatland. Die Saudis wollen keine Ausländer. Sie wollen, dass wir gehen. In Saudi-Arabien leben rund 9 Millionen Einwanderer, von denen viele keine Aufenthaltserlaubnis haben. Ein Großteil kommt aus ärmeren arabischen Staaten, Asien und Afrika. Trotz des Ölreichtums sind mehr als 12% der saudischen Bevölkerung arbeitslos.